Ach, da siehst du Rapunzel, ne? Wie die die Haare aus dem Turm macht. Ja. Ein Baby. Tut mal, hätte einer Baby Die Hexe hat das Baby. Junge Geißlein. Die hatte sie so lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie im Wald gehen und Futter holen. Ihr Lieben, wir haben es hier ganz gemütlich morgens immer mit Büchern lesen und so. Ich genieße das so sehr. Oh, danke. Ich bin gerade das Baby. Schüttest du mir das aus, Mama? Ja, du willst. Mama. Ich genieße das so sehr morgens mit dem Baum im Hintergrund. Das ist so gemütlich. Dankeschön. Die Decke auf dem Boden, Geschichten lesen. Mama, hierbei. Ich habe gestern Abend noch ganz viel Zeit verbracht, als Silvia geschlafen hat. Ich habe den Adventskalender fertig befüllt für die Kinder und fürs Murphy. Da war der Alarm an. Ja, jetzt ist der Papa gekommen, hat uns gerettet, hat den ausgemacht, Feueralarm. Und jetzt gibt es erstmal ein Käffchen, ne? So, jedenfalls gibt es bei uns dieses Jahr einen Adventskalender für jedes Kind, einen für den Hund. Und einen für Papa und mich, den wir aber niemandem zeigen und verraten. Was denn? Richtig. Ich habe immer noch mein Weihnachtsgeschenk von erst Weihnachten. Ja, willst du das mal vortragen, dein Adventskalender? Die leider abgelaufen sind. Ich habe dem Calvino. Ich habe dem, ja, der macht nichts. Ich habe dem Bernd mal schon mal einen selbstgemachten Adventskalender gemacht. Da war für jeden Tag. Konnte er hier einen Zettel rausziehen? Nein, das war ein Weihnachtsgeschenk, oder? War das ein Ja, das war ein Weihnachtsgeschenk? Weihnachtsgeschenk. Ach so, okay. Er Nicht hat doch immer mal noch Spaß. Gutscheine. Soll ich die vorlesen? Die Gutscheine? Wollt ihr wissen, was ich da reingeschrieben habe? Boah, wie viele habe ich denn gemacht? Ich war ja richtig in Habe Gönnerlaune. ich selbst gemacht. Er hat nachgefüllt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir sind jetzt. Ich habe gestern noch eine Erinnerung auf Neun Facebook gesehen. Jahre. 8 Jahre sind wir, vor 8 Jahren habe ich Nägel machen, wieder geübt, Ja, vor für 9 Jahren. selbstständig machen. Okay, ich öffne jetzt mal einen und gucken, ob ich den vorlesen kann. Das ist ein langer Text. Oh. Erbsensuppe montags. Gutschein über, 10 Minuten Rückenkraulen mit so tun, als ob ich Spaß daran habe. Also fing es damals schon an, deine Unlust für solche Sachen. Den will ich einlösen. Nein. Jetzt? Ich brauche ja gar keine neuen Schreiben für diesen Adventskalender. Ich nehme die einfach. Den gab es damals schon. Lies mal. Kann ich ja auch sagen. Gutschein über den Popo-Wackeltanz. Wolltest du den einlösen, gleich bei der Mama Livia? Da machen wir mal einfach so Späßchen. Guck mal, Popo-Wackeltanz. 10 Minuten Ganzkörperkraulen. Ja, sowas halt, ne? Wenn du damit hinkommst. Ja, damals war der Körper noch weniger. Da Weiß habe ich schon das mal. geschafft. Damals war der Körper genauso. Oh, da hat der Bernd sich richtig gefreut. Gutschein über 15 Minuten ohne TV und Handyzeit verbringen. Das war ja eher eine Strafe. Ohne TV und Handy? Ohne TV und PC. Handyzeit. Juhu. PC. Gutschein über Fußmassage. Das ist ja richtig Trigger für dich. Meine Ja, Füße. damals ging es noch. Damals habe ich dir deine Füße Damals sogar ging es noch, Pediküre als wenn gemacht. meine Füße jetzt anders Und wären. nochmal 15 Minuten ohne TV und Handyzeit. Das war ja eher für mich. Gib dir meine Mama, sag mal, was du machst. Hier,
Sag mal los. Soll ich den Popo-Wackeltanz machen? Löst ihr den ein? 10 Minuten. Okay, den. Zeig mal, was war denn das? Dein Traum. Ich hab dich ja nicht gelesen. Was ist denn mein Traum? Dein Traum. Nochmal 10 Minuten Rücken kraulen und so tun, als ob ich Spaß habe. Soll ich jetzt den Popo-Wackeltanz machen? Achtung! Da war er. Da war er kurz. Mach ich wieder rein, ne? Zu mir? So, wir müssen noch ein bisschen basteln. Gesundheit. Wir haben schon viele Sterne gestern gemacht. Wir müssen noch ein paar rote machen, Livia. Und dann schmücken wir gleich den Wohnwagen. Papa hat ja gestern den Strom fertig gemacht. Oh, die Zeckenzange vom Smurfy. Und jetzt ist das Licht installiert. Gesundheit, zeige ich euch gleich mal. Und dann nehme ich euch mit im Extra-Video und zeige... Ich will auch eine gern bauen. Ja, hier. Mal den mal drumherum. Wie ich den weihnachtlich schmücke in dem Wohnwagen, wie ich den fertig mache. Ich kann heute schon die Betten beziehen, alles. Ja. Da ist es richtig kalt, ich weiß, knackig kalt, aber besser Sonnenschein und knackig als warm und Regen und Wolken. So ist doch viel schöner. So, wir gehen jetzt im Wohnwagen. Ich habe meine Sterne fertig. Ich habe euch noch nicht den Adventskalender gezeigt, ne? Macht nichts. Mache ich nachher, wenn ich dran denke. So. Kommen Sie mal rein. Der Bernd hat mir die Heizung netterweise angemacht. Ich habe gesagt, das ist mir sonst zu kalt. Wir haben jetzt 7,6 Grad hier drin. Also selbst wenn ich mir warme Gedanken mache, ist mir das zu kalt. So, was hat der Bernd gestern gemacht? Der hatte das hier alles abmontiert, weil die Lampen nicht gingen. War ja nur ein Fehler, ein Wackelkontakt im Schrank, habt ihr in seinem Vlog, hat er euch mitgenommen. Und als wir dachten, wir müssen ein Kabel komplett neu durch den Wohnwagen ziehen, Glück gehabt, mussten wir nicht. Das wäre ja interessant geworden für euch. Und dann hat er hier noch ein Licht installiert. Schaut mal, wie schön. Zack, komplett hier unten drunter bei Calvino im Zimmer für die dunkle Jahreszeit. Das hat er wirklich toll gemacht. Danke, Herr Bernd, an dieser Stelle. So, und jetzt mache ich das Video, was das Extra-Video, das Schmücken und Aufräumen und Packen Wohnwagen-Video für unsere Marokko-Reise. Ich hoffe, ihr guckt euch das an. Ich weiß noch nicht, wann es online kommt, wenn ich es geschnitten habe, aber ja. Bis gleich. Also, ihr Lieben, ich will euch nichts zeigen. Ihr sollt euch das Video anschauen, das extra Wohnwagen-Video. Oder auf Instagram wollte ich euch heute Abend zeigen, wie es aussieht im Dunkeln, wenn es beleuchtet ist und was ich für Ideen hatte. Schaut also entweder auf Instagram vorbei oder das Video über Wohnwagen Weihnachtsdekorieren. Ich muss vorsichtig sein, wie ich filme. Ich gehe jetzt mal rein. Meine Liebe, Mittagsschlaf jetzt gerade. Der Wohnwagen ist fertig geschmückt und aufgeräumt und die Heizung war ja an da drin und das ist so schön und muckelig gemütlich. Ich bin so gespannt, wie es im Dunkeln aussieht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das habe ich gerade schon erzählt, wie das mit den Lampen ist. Es wird so richtig toll bestimmt, die Weihnachtszeit. Ja, das Wetter ist jetzt in Ungarn richtig geil. Es ist schöner blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Die Sonne hat auch sogar Kraft, aber es ist so windig und ich habe mit meinen Ohren, ich hatte ja Ohrenschmerzen letzte Woche und ich habe immer noch so ab und zu so ein Druckgefühl auf den Ohren, deswegen bin ich sehr vorsichtig. Ich mache auch noch keinen Sport, obwohl ich gerne würde. Ich würde mich dafür fit fühlen, aber ich warte lieber noch, sagt mein Schweinehund. Ja, ich habe es mir jetzt hier auf unserem Sofa gemütlich gemacht. Heute Abend ist Fußball. Wir dachten ja, gestern Abend kommt Fußball. Normalerweise gucke ich gar keinen Fußball, aber Bernd gestern so, ja, Türkei gegen Deutschland spielt, da muss ich ja zugucken. Und ja, dann haben wir uns voll gefreut, wollten wir es alle zusammen gucken und dann habe ich das auf Instagram geteilt, sehr heute Abend Türkei-Deutschland oder Deutschland-Türkei. Wir haben mir alle geschrieben, Michaela, das kommt morgen erst, also heute Abend kommt Türkei-Deutschland,
Deutschland-Türkei, das Spiel. Ich glaube, man sagt Deutschland-Türkei, weil die ja in Deutschland spielen. Ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Ist mir auch egal. Ich gucke es einfach nur just for fun. Aber insgeheim hoffe ich natürlich, dass die Türkei gewinnt. Es tut mir leid für jeden inbrünstigen Fußballfan da draußen. ich war immer schon, also ich war noch nie interessiert an Fußball, aber immer schon irgendwie für die gegnerische Mannschaft von Deutschland. Ich weiß nicht warum. Es war immer schon in mir drin. Naja, und jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht. Wir machen gleich, wenn Livia wach wird, machen wir Raclette wieder. Haben wir gestern schon angefangen, haben schon ein bisschen vorbereitet. Und Bernd sagt, wir brauchen einen neuen Raclette-Grill. Ich kann jetzt mal eben mit euch gucken gehen. Habe ich gerade nicht geschafft. Und zwar, der ist eigentlich gar nicht so alt. Aber er sagt, da geht so dieses Zeug ab. Also man kriegt es nicht mehr sauber. Ist noch nicht alt, ne? Und wir essen kein Fleisch, aber ich weiß auch nicht, wir hatten auch mal einen zweiten, ich muss ihn noch mal fragen. Er sagt, das hier geht ab, die Beschichtung. Und jetzt hat er einen ausgesucht, der so komplett Stein ist oder Marmor oder was das ist. Ja, mal gucken. Die Frage ist, wann wir den müssen wir bei Amazon bestellen und der würde nach Österreich kommen, wenn, oder nach Deutschland. Also, ja, mal gucken, wie er das vorhat. Ich frage ihn mal. Ich gucke gerade. Ich habe hier, guck mal, alles Hundehaare schwarz. Ne? Alle, die Hunde haben, wissen das. Aber hier kann man die einfach so abschleudern. Das ist voll cool. Lösen die sich so. Normalerweise hat der Smurfy Tackerfell. Das tackert sich richtig dran an die Anziehsache. So, gucke mal. Ich habe jetzt Video geschnitten und sowas alles. Habe was für Instagram vorbereitet. Und in der Zeit hat der Papa hier den wunderbaren Raclette-Tisch gemacht, vorbereitet, Raclette. Also wir wissen ja noch nicht, wann wir losfahren mit dem Wohnwagen, aber wir wissen, dass wir definitiv Weihnachten und Silvester im Wohnwagen sind und deswegen müssen wir das jetzt so richtig zelebrieren. Ja. Ich habe ja auch schon gesagt, eigentlich, ne, ob wir kurz Ostern, Weihnachten feiern oder nicht, in der heutigen Zeit. Ja. Wo du aussuchen kannst, ob du eine Blume oder ein Stuhl bist oder ein Mann oder eine Frau jedes Jahr wechseln kannst, glaube ich. Jetzt, das verstehen die Menschen nicht, worauf du hinaus willst. Ich ja, einfach so, weil das heißt, manchmal, ne, kannst du nicht schon im November nicht jeder einen Weihnachtsbaum hinstellen und da ist doch für dich scheißegal. Das ist teilweise nicht jeder, im August essen. Nicht jeder kommt damit klar, dass wir schon den Weihnachtsbaum stehen haben. Wir haben tatsächlich böse Nachrichten bekommen. Ja. Ja, ist ja egal, wie dem auch sei. Ja, also das hat sich einfach so ergeben. Letztes Jahr haben wir gar nicht Weihnachten gefeiert und ich habe ja zugegeben, ich habe es vermisst. Und dieses Jahr, das hat sich so ergeben, habt ihr mitbekommen im Daily Vlog, wir haben die Kisten rausgeholt. Bernd hatte das hier so aufgestellt dann und die Lampen angemacht. Ich bin reingekommen und habe gedacht, oh, wow, Olivia hat sofort geschmückt. Da haben wir gedacht, komm, wir lassen den stehen. Wir sind ja Weihnachten, wie gesagt, definitiv im Wohnwagen. Ja, wir wissen nicht, wie lange wir noch in Ungarn bleiben. Du nimmst den Baum mit in die Türkei. Ja, ein Weihnachtsbaum in die Türkei. Ja, die Pläne wissen die Menschen ja noch gar nicht. Da kommen wir noch auch nicht. Ist ja nur grob. Ein grober Plan, ja. Erzähle ich euch gleich. Warte, jetzt erzähle ich. Mann, immer redest du dazwischen. Jetzt habe ich wieder einen Arschklatscher gekriegt. Das hier. Sexistisch ist der ohne. Ja, wir haben heute Zecken gezogen. Etty Zecki ist wieder zeckenfrei, vermeintlich. Hat sich so ergeben. Was hast du denn für mich heute? Oh, Leute. Hier, kannst du trinken. Komm her, gib her. Auf Ex. Ja, ist vegan. Nimm bloß keinen Schluck, dann wirst du wieder komisch. Wie letzte Mal, als du zwei oder Bier getrunken hast. Ey, jetzt gül doch nicht wieder rein, boah. Wieder. Flasche. Sorry, ich wollte, dass das gluck, 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 gluck macht, damit das so, damit ihr denkt, ich ex sie jetzt leer. Das mache ich aber erst, wenn die Kamera aus ist. Mann, egal, mit dem Weihnachtsbaum, viele verstehen mich, viele konnte ich schon in Weihnachtsstimmung bringen. Ich habe euch heute Morgen erst erzählt, wie schön das ist, wenn ich hier morgens mit Livia aufstehe. Ich bin ja jeden Morgen die Erste mit Livia. Jeden Morgen stehen wir als Erstes auf, alle anderen schlafen noch, tief und fest. Wo ist er? Tief und fest.
ist. Und dann ist das so schön, wenn ich hier stundenlang mit ihr lesen darf im Weihnachtslicht. Das ist so richtig gemütlich. Bis dann der Papa irgendwann kommt und mir meinen Wein bringt. Nein. Ich bleib morgen liegen. Ja, ist ja nichts Neues, ne? Mhm. Jedenfalls hat der Bernd überlegt, ob es brennt. Ach so, das ist doch der Dings hier. Ach, ich muss ja auch meine Freakies hier machen. Der Bernd hatte überlegt, ob wir nächstes Jahr, also wir dürfen ja 3 Monate am Stück theoretisch in der Türkei, 90 Tage, dann ist das Touri-Visum ja zu Ende. Aber dann ist ja der Winter noch nicht zu Ende nach 90 Tagen, ne? Da haben wir überlegt, ob wir im Winter, also hat der Bernd die Idee gehabt, die kluge, zum Beispiel 6 Wochen Türkei machen, dann nach Zypern übersetzen, auf den griechischen Teil, da ein paar Wochen bleiben. Griechischer Wein. Dann haben wir ja Zeit geschunden im Warmen. Da sind jetzt noch 24 Grad. Ich kontrolliere das täglich, das Wetter, überall, wo unsere Reiseziele so sind. Alicante, Marokko, Zypern, Alanya. Das habe ich seit 2 Jahren sehr regelmäßig im Blick. Und Zypern ist jetzt neu auf meiner Liste. Und genau, und dann wieder in die Türkei rüberzusetzen. Und dann, ja, keine Ahnung. Wie lange? Bis Ostern oder so? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Es ist nur ein grober Plan. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ist ja noch 1 Jahr hin, gell, Popelle? 1 Jahr noch. Erstmal ist jetzt unsere Marokko-Tour, wo wir echt gar keinen Plan haben, ob wir nach Marokko fahren und wir, also, oder ob wir in Spanien bleiben. Ich weiß auch nicht, wie das Wetter in Spanien sein wird. Letztes Jahr war es so schön, 20 Grad. Laut der Wetter-App, aber eine andere Reisefamilie, die wir kennengelernt haben in der Türkei, die waren letztes Jahr da und die haben gesagt, die haben immer ein Jäckchen drüber gehabt, es waren teilweise 8 Grad, ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit, aber laut Wetter-App war es schön, naja, oder Portugal vielleicht auch. Es ist ja auch so, dass in Spanien die meisten Familien mit dem Wohnmobil, Wohnwagen überwintern, mehr als jetzt so in der Türkei. Und je nachdem, was sich da ergibt, was die sagen, wo so der Bär steppt oder so. Wir haben so mal jetzt mehr Lust auf Gesellschaft. Als. Der Bernd nicht. Ja, aber mit den Kindern ist das echt schön, wenn andere Familien einfach da sind, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, als wir noch in Deutschland waren und voll in diesem Arbeiterleben mit ganzen Tag unterwegs sein und sonntags aufräumen und putzen. Und an deinem halben freien Tag noch einkaufen gehen, da hatte ich keine Lust, oder wir, uns mit Menschen groß zu treffen, außer jetzt mit der Familie, weil man einfach total platt war. Wir waren selbstständig in Deutschland, wir haben immer viel gearbeitet. Ja, da, ne, haben wir nicht so den Drang gehabt danach. Aber jetzt ist das wirklich schön. Schön. Und deswegen, wir bekommen ja nächste Woche auch wieder Besuch von einer anderen Reisefamilie. Da freuen wir uns schon arg drauf. Schön. Weil das einfach schön ist, wenn man dann hier zusammen die Zeit verbringen kann. Ich weiß, ja, da habe ich auch schon mal Kommentare bekommen. Ja, wo sind denn die Familien, die euch immer besuchen kommen? Ich kann die... Ich kann euch die ja nicht zeigen. Ich kann ja nicht morgens da rausgehen und sagen, hallo, Gertrud, begrüß mal den Vlog. Nicht jeder ist so eine Rampensau wie wir. Wie ich. Wie der Bernd. Ja. Ne, deswegen, das ist auch einfach, das sind Minuten, Stunden, Tage, die wir einfach auch genießen möchten. So ein bisschen Privatsphäre haben wir ja auch wenn das für viele nicht so den Anschein macht. Aber da möchte man das auch einfach genießen und nicht die Kamera rausholen. Abgesehen davon, dass da auch nicht jeder zu sehen sein möchte. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Smurfy. Ne, nicht Smurfy, sondern wie ihr das finden würdet. Stellt euch jetzt vor, ihr besucht uns hier. Ihr besucht jetzt uns hier bei uns am Haus. Ihr habt ein Wohnmobil oder Wohnwagen oder Zelt oder was auch immer. Und wir rennen den ganzen Tag mit der Kamera rum und ihr werdet gefilmt und so und habt ja gar keinen Überblick, was wird davon öffentlich gezeigt oder nicht. Ich laufe seit Jahren mit dieser Kamera rum. Für mich ist das völlig normal. Aber viele Menschen, die haben dann auch einfach so Berührungsängste. Vor allem, wenn die nicht wissen, was davon veröffentlicht wird.
Und deswegen, die Kamera ist dann einfach aus. So. Alles. Willst du Bescheid? Guten Hunger jetzt. Mm, das ist so lecker. Yum, yum. Der Kong ist unter der Küche. Oh, Etty. So, wir haben jetzt nochmal Raclette gemacht gerade. So. Weil es so lecker war. Und jetzt räumen wir wieder die Küche auf. Ich habe zwischenzeitlich noch vegane Zimtsterne gemacht. Die trocknen jetzt hier. Dann werden die gebacken. Ihr kennt's, ne? Und dann kommt da Zuckerglasur drauf. Smurfy war buddeln draußen. Man sieht es an seinen Pfoten. Willst du noch mal den Kong voll haben? Er hat mir mein Holz abgedeckt, der alte Hundesohn. Ja, wir haben unterm Wein, wie heißt das, Weindach, wo der Wein wächst? Pavillon, da ist unser ganzes Holz gelagert. So richtig die teuren Dinger auch, ne? Und haben wir abgedeckt, bis der Mörner kam. Der Mörner-Burner. Wo ist er? Bring ihn fein. Na, da kann er hören wie eine Eins. Fein. Ja, komm her, bring ihn mir. Bring her. Fein. Ja, in meine Hand, Etty. Jetzt so oh, 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 mit meinem Rücken. Mann, Mann, oh, Mann. Oh, komm, ich geb dir was, Etty, komm. Oh, ich hab hier noch ein Stück Halloumi. Wäre das was für dich? Ist das was? Warte. Der Locher kann weg. Warte. Okay. Dann hol den mal da raus. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich den Vlog jetzt beenden. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Morgen dürft ihr auch wieder dabei sein. Was machen wir morgen? Morgen ist Brotbacktag. Ich habe meinen Sauerteig aufgetaut und morgen werden wir, jetzt sind jetzt, wie lange sind wir jetzt? 2 Wochen in Ungarn jetzt? Sind wir echt schon 2 Wochen hier? Ich weiß nicht, was haben wir heute? Freitag, ne? Ja, Heute, 2 Wochen. Eigentlich wollten wir ja nach 2 Wochen wieder abhauen. Wir haben jetzt heute so ziemlich alles geschafft, was wir wollten. Also hätte der Zeitplan hingehauen, aber nun kriegen wir ja noch Besuch nächste Woche. Mal schauen, wie das so wird, wie lange die bleiben und so. Hoffentlich für immer. Nein. Dauerstellplatz vor unserem Haus. Ja, und wir schauen mal. Wir lassen uns mal überraschen. Und ja, bis morgen in alter Frische. Vielleicht entspannen wir morgen mal einfach. Wer weiß. Tschüss. Entspannen. Nee, nicht spannen, entspannen.